Punkte aus Koordinatensystem herauslesen. Wir sind bei der Übung 2 und sehen wieder ein Koordinatensystem. Wenn du sowas siehst, dann kannst du erstmal gucken, was steht da eigentlich an den Achsen. Wie sind die Achsen skaliert und was steht da dran? Wir haben hier einer Schritte und dann Tag. Das heißt, irgendwie hat man hier eine Woche dargestellt. So, das fällt dann gleich erstmal auf. Und an der Y-Achse steht Wert in Euro, nicht in Geldeinheiten, sondern sehr spezifisch hier in Euro. Und auch die Werte von 0 bis zur 7. Wir haben insgesamt hier 3, 4, 5, 6, 7 Beobachtungspunkte. Das heißt, für jeden Tag einen. Und wir haben hier auch eine eindeutige Zuordnung, denn kein Y-Wert hat 2 mal den gleichen X-Wert. Das heißt also, wir haben jetzt hier keine Punkte übereinander. Das wäre so der klassische Fall, dass zum Beispiel an Tag 1 einmal dieser Aktienwert, um den es hier geht, meinetwegen den Wert 3 hat und einmal 5. Ist jetzt unrealistisch vielleicht, weil so ein Aktienkurs, der verändert sich auch an einem Tag. Aber hier sagen wir einfach mal, das ist der Kurs an diesem Tag fertig. Okay, wir sollen jetzt hier zuerst mal eine passende Wertetabelle anfertigen. Das heißt, wir müssen aus diesen Punkten die Koordinaten herauslesen. Und dann sollen wir nochmal gucken, welchen Verlust Katrin maximal machen kann, wenn sie innerhalb dieser Woche diese Aktie kauft und direkt wieder verkauft. Was ist der höchstmögliche Verlust, den sie machen kann? Sie könnte ja auch einen Gewinn machen, aber darüber sprechen wir gleich. Gut, wir haben also jetzt hier nochmal das Koordinatensystem und sollen jetzt hier die Koordinaten rauslesen. Da haben wir hier zum Beispiel von links nach rechts den ersten Punkt. Da guckt man immer erst auf der X-Achse, wie weit muss ich gehen, um in der Länge zu diesem Punkt zu kommen. 1 und dann in der Höhe 3. Das heißt X-Koordinate 1, Y-Koordinate 3 und so fasst man das dann zusammen. Genauso bei den anderen Punkten und es entsteht dann dadurch diese Wertetabelle. Also 1 und 3, 2 und 4, 3 und 5, 4 und 7, 5 und 4,5, dann 6 und 3 und 7 und 1,5. Ja, und was ist jetzt die mögliche oder der höchstmögliche Verlust, der realisiert werden kann? Okay, fangen wir erstmal anders an. Hier kann man ja auch Gewinn machen. Sagen wir mal, Katrin kauft an Tag 1 die Aktie und verkauft sie an Tag 2 wieder. Dann wäre ja die Aktie von 3 Euro auf 4 Euro gestiegen. Sie hat für die Aktie 3 Euro bezahlt, verkauft am nächsten Tag für 4 Euro, macht 1 Euro pro Aktie Gewinn. Sagen wir mal, sie kauft am ersten Tag und verkauft am vierten Tag. Hätte sie die Aktie für 3 Euro gekauft und für 7 Euro verkauft. 7 minus 3 sind 4, das heißt, sie hätte pro Aktie einen Gewinn von 4 Euro gemacht. Das wäre auch der maximal mögliche Gewinn, den sie in dieser Woche realisieren kann. Aber es geht ja hier um den größtmöglichen Verlust. Dafür muss sie natürlich am höchsten Punkt kaufen und am niedrigsten Punkt verkaufen. Denn dann hat sie das größtmögliche Geld bezahlt, kriegt aber nur das tiefstmögliche Geld zurück. Sie kauft an Tag 4 für 7 Euro und verkauft dann an Tag 7 für 1,50 Euro. Somit hätte sie dann 5,50 Euro Verlust gemacht. Die Rechnung sieht also folgendermaßen aus. Sie hat 7 Euro bezahlt, kriegt 1,50 Euro wieder und realisiert einen Verlust von 5,50 Euro. Verlust ist ja per se schon negativ, deswegen habe ich das hier so aufgeschrieben. Man hätte auch hinschreiben können, Gewinn ist gleich. Minus 7 Euro, weil man die erstmal zahlt. Und dann plus 1,50 Euro, weil man die ja wiederkriegt. Wäre also ein Gewinn von minus 5,50 Euro. Ja, und negativer Gewinn ist eben Verlust.